Hi, wir schauen uns heute an, wie viel Megapixel man zum Fotografieren braucht, weil das ein Thema ist, das immer groß und breit beworben und besprochen wird. Und ich mit dir heute einfach mal durchgehen wollte, für was Megapixel tatsächlich nützlich sind und ob du tatsächlich viele Megapixel brauchst, um gute Fotos aufnehmen zu können. Und wie du siehst, wir sind heute in einem kleinen Waldstück unterwegs, einfach nur, weil ich gedacht habe, ich habe keine Lust, daheim zu filmen und gucke, ob ich irgendwie im Winter mal ein paar schöne Motive finde. Was ehrlicherweise eine ganz schöne Challenge ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde gerade im Winter, wenn du halt alles kahl um dich herum hast und irgendwie nirgendwo wirklich Blätter sind, aber es auch irgendwie noch nicht geschneit hat und es irgendwie ein weißes Schneeparadies geworden ist, dann ist es irgendwie alles sehr karg und trist und sehr, sehr langweilig. Aber vielleicht finde ich ja trotzdem irgendwo einen Spot, wo ich selber modeln kann und es irgendwie wenigstens ein bisschen nach was aussieht. So, und ich bin zu meinem Cheatcode übergegangen, der eigentlich fast immer funktioniert. Das ist so einen Waldweg zu nutzen, der so ein bisschen als Vordergrundelement hier so reinführt. Wir haben hier den Baum, auf den ich gleich fokussieren werde, damit ich ungefähr einen Ankerpunkt habe, wo ich weiß, wo ich meinen Fokus hinsetzen muss. Und ich hoffe, dass, wenn ich jetzt hier gleich stehe, so ein bisschen fake laufe, dass das einigermaßen cool aussieht, weil ich einfach einen Intervallmodus einstellen werde und einfach ganz viele Bilder in Folge machen lasse und einfach hoffe, dass irgendwas Brauchbares dann dabei ist. So, das waren jetzt sicherlich nicht meine besten Aufnahmen jemals, aber da sollte auf jeden Fall was dabei gewesen sein, was man nutzen kann. Und auf dem Kameradisplay sah das auch ein bisschen sehr dunkel und kontrastreich aus, aber ich nehme an, dass ich das in der Nachbearbeitung fixen kann. Und es verdeutlicht eigentlich auch ziemlich gut einen Punkt zu dem Thema, wie viele Megapixel man zum Fotografieren braucht, den ich mit dir besprechen wollte. Ich habe das Foto aufgenommen mit einer Sony A7 III, also der Kamera, auf der ich gerade jetzt auch filme. Und die hat 24 Megapixel und ist eigentlich ungefähr das, was so alle gängigen normalen Kameras heutzutage haben. Manche haben 18, manche haben vielleicht 25, 26 Megapixel, aber so generell um diese 20er Grenze herum sind mittlerweile so der Großteil aller Kameras angesiedelt und wahrscheinlich auch eine, die du haben wirst. Jetzt ist eine beliebte Marketingmaßnahme, dir zu verkaufen, dass du mit mehr Megapixeln bessere Fotos aufnehmen kannst, aber eigentlich ist dem gar nicht so. Mehr Megapixel führt einfach dazu, dass dein Bild an sich mehr Pixel hat, daher kommt ja auch der Name. Aber der große Irrglaube ist halt, dass du dadurch mehr Details und dadurch auch ein schärferes, besseres Bild erhältst, aber dem ist wie gesagt nicht so. Viel wichtiger bei einer Kamera ist eigentlich die generelle Bildqualität, aber das ist viel schwieriger und umständlicher zu beschreiben. Aber unter anderem spielt da zum Beispiel rein, wie viel Licht und Schatten deine Kamera einfangen kann. Im Englischen heißt es Dynamic Range. Ich habe keine Ahnung, was das deutsche Wort dazu ist. Aber an sich geht es darum, wie viel Information in den Highlights und den Schattenbereichen deine Kamera haben kann und wie sehr du quasi ein dunkles Bild bzw. ein zu helles Bild retten kannst und noch Details und brauchbare Fotos aufnehmen kannst. Schauen wir jetzt zum Beispiel nochmal das Bild von vorhin an, wo ich selber gemodelt habe, was ich dir gezeigt habe. Du siehst, im RAW habe ich hier deutlich mehr Kontrast und ich bin viel dunkler und der Himmel deutlich heller. Und über Bild und Nachbearbeitung kannst du, wie gesagt, einfach hier die Licht- und Schattenbereiche umstellen und einfach das Licht in deinem Bild ein bisschen mehr so formen, wie du es dir vorstellst, aber halt in den Limits, wie viele Helligkeitsdetails deine Kameras aufnehmen kann. Das fängt allein damit an, ob du RAW oder JPEG fotografierst. Eine RAW-Datei ist größer, braucht mehr Arbeit, aber mit der kann ich auch mehr anstellen. Aber hier geht es, wie gesagt, darum, wie viele Lichtdetails meine Kamera einfängt. Und halt eine Systemkamera wie die Sony kann zum Beispiel viel mehr Details aufnehmen als mein Smartphone. Auch wenn das ein iPhone 13 ist und hier eine relativ gute Kamera drin verbaut ist, die Detailstärke, die halt eine vollwertige Systemkamera hat, kann ein Handy halt bisher noch nicht bieten. Und klar, du könntest jetzt sagen, okay, das iPhone 13 hat aber auch nur 12 Megapixel, deine Kamera hat doppelt so viel. Das würde wieder das Argument bestätigen, dass mehr Megapixel für ein besseres Bild stehen. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel, an dem ich dir zeigen kann, dass es einfach völlig sinnfrei ist, mehr Megapixel zu haben und das Bild mit mehr Megapixeln sogar schlechter wird. Ich habe ja auch eine fliegende Kamera. Das hier ist die DJI Mavic Mini 3 Pro und die hat einen spannenden Modus für unseren Vergleich versucht. Die macht nämlich standardmäßig auch 12 Megapixel Fotos, aber sie hat einen Modus, wo sie mit 48 Megapixeln aufnehmen kann. Und wenn Megapixel tatsächlich für bessere Bilder verantwortlich sind, dann müsste das ja bedeuten, dass ich mit 48 Megapixeln bessere Fotos aufnehmen kann als mit 12. So, wir sind jetzt hier im Flug und du siehst, wir haben jetzt hier so ein kleines Industriegebiet rund um unseren Wald und es ist jetzt, wie gesagt, kein besonders schickes Foto, aber an sich kann ich die hier ziemlich gut verdeutlichen, was ich meine, weil wir relativ viel Kontrast in unseren Bildern auch haben. Ich wechsle jetzt hier einfach mal auf meinen Fotomodus,
Und du siehst meine Einzelaufnahme, das ist wie gesagt die Aufnahme, wo ich ganz normal 12 Megapixel habe. Da können wir jetzt einfach ja mal ganz normal eine Aufnahme machen. So, wir können das Ganze ja jetzt auch einfach umstellen auf 48 Megapixel. Und du siehst allein schon, wenn ich es umstelle, mein Bild ist auf einmal deutlich dunkler und schlechter geworden. Ich kann jetzt auch hier ein Foto machen und dann können wir uns einfach mal die RAWs nebeneinander ansehen. Aber du wirst sehen, das 12 Megapixel Foto ist wie gesagt deutlich heller und hat mehr Details drin als das 48 Megapixel Foto. Und das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, dass Bildqualität viel entscheidender ist als Megapixel. Aber das Konzept von Bildqualität ist halt von richtig vielen Faktoren abhängig. Zum einen von der Dynamic Range, also das, was ich jetzt die ganze Zeit schon gezeigt habe mit diesen Licht- und Schattenbereichen. Aber zum Beispiel auch die Schärfe vom Bild ist abhängig von dem Objektiv, das du auf deiner Kamera drauf hast. Genauso ist das auch mit dem Autofokus-System. Also zum Beispiel meine Freundin hat eine Kamera, die mittlerweile 10 Jahre alt ist. Bei der ist der Autofokus einfach nicht so präzise wie bei meiner Kamera. Und auch da trifft sie halt nicht so oft irgendwie scharfe, brauchbare Aufnahmen wie ich. Und auch das ist halt ein Faktor, der auf deine Bildqualität einen Einfluss hat, aber nicht wirklich an der Megapixelanzahl liegt. So, und ich weiß, jetzt habe ich dir ganz viele Beispiele gegeben, worauf Megapixel keinen Einfluss haben. Und du fragst jetzt vielleicht, okay, aber warum brauche ich Megapixel dann überhaupt? Warum ist das überhaupt relevant? Und aus meiner Sicht eigentlich hauptsächlich in einem Fall. Und das ist, wenn du deine Fotos ziemlich hart zuschneiden musst und du mit deinem Objektiv einfach nicht genug Zoom hast, um es einmal komplett in deinen Bildausschnitt reinzubekommen, sondern einfach noch viel zu viel Platz drumherum ist, weil du dann halt zum Beispiel, wenn du mit 24 Megapixeln fotografierst, aber 3/4 von deinem Foto wegschneiden musst, weil einfach dein Motiv zu weit weg war, du halt am Ende nur noch eine Datei hast, die 6 Megapixel ungefähr groß ist. Und dann ist es halt schon so, dass so verschiedene Details vielleicht ein bisschen matschig aussehen, einfach weil nicht mehr genug Pixel da sind, um irgendwie so die feinen Details darstellen zu können. Aber an sich versuchst du ja eigentlich dein Motiv so aufzunehmen, dass dein Bild jetzt nicht so sehr zugeschnitten werden muss und es halt nur in so ein paar Spezialfällen wie zum Beispiel Tierfotografie, Sportfotografie und so weiter Anwendung findet, wo du halt einfach manchmal physisch nicht näher an dein Motiv rankommst und du da halt für zusätzlichen Zoom einfach ein bisschen mehr zuschneiden musst. So, aber was bedeutet das jetzt eigentlich für unsere Ausgangsfrage, wenn wir am Anfang das Thema hatten, wie viel Megapixel braucht man eigentlich zum Fotografieren? Und so langweilig wie die Antwort jetzt auch ist, aber eigentlich sind Megapixel ziemlich irrelevant. Wie gesagt, die meisten Kameras haben sowieso schon zwischen 18 und 24 Megapixel und das ist vollkommen ausreichend für deinen tagtäglichen Gebrauch. Da kannst du ein bisschen zuschneiden, hast immer noch eigentlich ein solides Bild. Solange du nicht irgendwie, wie gesagt, die Hälfte, 2/3 von deinem Bild wegschneidest, ist da eigentlich alles tipptopp. Und selbst andere Kameras, die weniger Megapixel haben, also wie gesagt, meine Drohne hat 12, mein Handy hat 12, die Sony S7 III hat zum Beispiel auch nur 12 Megapixel, selbst das ist ausreichend zum Fotografieren, solange du da nicht wirklich viel zuschneiden musst. Also da wird es dann schon ein bisschen eng, wenn du irgendwie was von deinem Bild wegschneiden willst. Aber selbst wenn du deine Fotos ausdrucken willst, als die Sony S7 III rauskam, haben die Leute darüber geschimpft, dass die nur 12 Megapixel hat und an sich zwar eine Video-First-Kamera war, aber sie zum Fotografieren angeblich unbrauchbar gewesen wäre. Und da haben Leute dann irgendwann Vergleichsvideos gemacht, wo sie mit der 12-Megapixel-Kamera und mit einer 64-Megapixel-Kamera dieselben Fotos aufgenommen haben, die ausgedruckt haben auf wirklich gigantische Ausnahmemaße, wo das Bild irgendwie so einen Meter groß war und dann einfach andere Leute blind testen lassen, zum herausfinden, welches jetzt irgendwie die 12-Megapixel-Kamera und welches die 64-Megapixel-Kamera war, weil ja angeblich für den Bilddruck viele Megapixel auch noch wichtig und entscheidend sind. Und wie gesagt, wenn du das Ding auf Meter groß gedruckt hattest, haben die meisten Leute nicht wirklich einen Unterschied erkannt zwischen den 12-Megapixeln und den 64-Megapixeln. Und wie gesagt, deshalb finde ich, sind Megapixel so ein bisschen eine Marketinglüge und einfach völlig overhyped von der Kameraindustrie. Einfach weil du das den Leuten einfach erklären kannst und es für einen Laien natürlich logisch erscheint, wenn er die Wahl zwischen zwei Kameras hat, die zu nehmen, die mehr Megapixel besitzt, in der Hoffnung, dass er damit bessere Bilder aufnehmen kann, auch wenn das, wie ich dir hoffentlich zeigen konnte, eigentlich gar nicht der Fall sein muss. Deshalb nochmal, wenn du dich für Kameras interessierst, auf Megapixel würde ich jetzt nicht sonderlich viel Acht geben. Viel eher entscheidend ist zum Beispiel der Dynamikumfang, also wie viel Licht und Schatten du einfangen kannst, wie gut die ISO-Performance ist, also wie gut die Kamera bei Nacht Bilder aufnehmen kann und du nicht so schnell ins Bild Rauschen reinkommst, was du vielleicht schon für gute Objektive für eine Kamera hast, um einfach da mehr Bildqualität rauszuholen, weil Objektive deutlich entscheidender sind eigentlich als eine Kamera. Und halt bei der Frage, wie viel Megapixel brauche ich? Wahrscheinlich jede Kamera, die in den letzten paar Jahren rausgekommen ist, für dich völlig ausreichend ist und deine Bedürfnisse erfüllt. Oder andersrum, wenn du viele Megapixel brauchst, weil du Tiere oder Sport fotografierst, du wahrscheinlich schon weißt, dass du diese vielen Megapixel brauchst. Und wenn dir das jetzt noch nicht komplett klar ist, dann gehörst du auf jeden Fall zur überwiegenden Gruppe an Leuten, wo Megapixelanzahl ziemlich unwichtig sind.
So, und ich hoffe, dass ich dir damit heute ein bisschen weiterhelfen konnte und ein bisschen Licht ins Dunkle der Megapixel-Welt bringen konnte. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut!